Tag, Kinders, da bin ich wieder, euer Schullöwe. Es ist fast wieder soweit, Leute. Am Montag fängt wieder die Schule an. Ja, ich weiß, es ist tragisch, ja, ich weiß, es ist so schlimm. Und wir sind alle noch voll fertig von den Ferien. Etwa Silvester, etwa Weihnachten, etwa Remy, etwa Demi, etwa St. Augustin. Ich weiß, die Schule fängt wieder an und eigentlich hat keiner wirklich Bock darauf, aber ich wollte euch jetzt nochmal an drei Sachen hinweisen, die ihr wahrscheinlich alle schon vergessen habt, aber die dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen, weil das sind die drei Facts, die einem erst einen Tag vor Schulbeginn einfallen. Und ich fange direkt mal mit Fakt Nummer 1 an. Fakt Nummer 1 ist folgendes. Ihr kennt das. Das fällt einem meistens erst in der Schule ein. Ihr sitzt in der Schule, denkt an nichts Böses, döst ein bisschen vor euch hin und dann sagt der Lehrer auf einmal: Habt ihr denn alle die Unterschriften unter dem Zeugnis und euren Arbeiten? Und ihr denkt nur: Nein! Was? Ich hab da doch noch zwei Wochen vorher dran gedacht und jetzt, wo es soweit ist, habe ich keine einzige Unterschrift, geschweige denn die Arbeiten überhaupt dabei. Ihr habt vor den Ferien einen Haufen voll Arbeiten wiederbekommen unter Zeugnis. Und habt diese verkackten Unterschriften von euren Eltern darunter vergessen. Ja, fälschen ist ein bisschen scheiße jetzt. Deswegen, Leute, wenn ihr das Video jetzt seht, rennt zu eurem Schrank, holt die ganzen Arbeiten raus, das Zeugnis, rennt zu eurer Mutter, zeigt ihr die ganzen Fünfen und Sechsen, lasst die Scheiße unterschreiben, kriegt nochmal den Arsch voll, vielleicht noch ein paar aufs Maul und dann habt ihr es aber hinter euch. Wenn es dann... Später kriegt ihr vom Ärger vom Lehrer und Ärger von eurer Mutter und Ärger von eurem Vater und Ärger vom St. Augustin. Deswegen, vergesst das nicht. Lasst alles unterschreiben. Das ist ein mega Stress am Montag. Der nächste Fakt ist, ihr habt alle eure Hausaufgaben vergessen. Ihr werdet am Sonntag, werdet ihr von eurem Kollegen, dem Horst Peter, von der Augustinerstraße, werdet ihr gefragt und... Hast du dein Referat über die Spitzvögel von vor Christus aus der Savanna schon gemacht? Und ihr denkt euch nur, Scheiße, ich muss ja noch das Riesenprojekt über die Spitzvögel machen. Ich muss ja noch in Englisch die ganzen Korrekturen fertig machen. Ich muss eigentlich noch für einen Vokabeltest lernen. Und. Da ist so ein Berg voll Hausaufgaben und ihr habt es vergessen bis zum Sonntag. Bis dass die Schule schon wieder beginnt, Kinders. Also Leute, schnappt euch jetzt sofort alle Hausaufgaben, macht eine Nachtschicht und dann habt ihr am Montag hoffentlich keinen großen Stress. Ich kenne das. Man hängt dann da montagmorgens in der Schule, versucht sich den ganzen Käse abzuschreiben über 150.000,8 Zilliarden zum Quadratseiten und ist einfach nur am Ende. Deswegen, schnell noch die Hausaufgaben machen, Kenas. Das ist besser. Und der dritte Fakt, Leute, das ist wirklich bei jedem so. Euer Schlafrhythmus ist komplett im Hintern. Ich weiß es. Ihr wart immer bis 6 Uhr morgens feiern. Sowieso durch Silvester ist alles gefistet, weil man da bis 6, 7 Uhr morgens durchgeknallt hat. Und man kriegt diese Kacke einfach nicht raus. Man sitzt dann die dritte und vierte Stunde meistens so an seinem Tisch und einem fallen immer die Augen zu. So. Du willst die aufhalten, so voll mit Kraft, die fallen immer wieder zu. Du kippst immer wieder mit dem Kopf so nach vorne. Bis der Lehrer dann mit dem Buch patsch auf den Tisch legt und ihr den megasten Adrenalinstoß habt, dass ihr mega wach seid und einfach nicht mehr klarkommt. Aber das hilft dann auch nur. Erste, zweite, dritte, vierte Stunde seid ihr fertig mit der Welt, wollt einfach nur pennen und könnt einfach nicht die Augen aufhalten. Deswegen, wenn ihr so einen verkackten Schlafrhythmus habt, macht heute die Nacht durch, dann seid ihr nämlich am Sonntagabend gegen 8, 9 Uhr so fertig, dass ihr bis morgens früh durchpennt. Also scheiß darauf, heute zu pennen. Bleibt einfach vom Freitag auf Samstag auf Sonntag einfach wach und dann könnt ihr von Sonntag auf Montag wie ein kleines Baby pennen. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal kurz vor knapp weiterhelfen, dass ihr das nicht vergesst. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Schulbeginn. Und ich hab euch alle lieb, Kinders. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Twitter ist unten, wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt. Und geht mal ein bisschen mehr ab. Abgehen.